Okay, wir treffen heute den neuen Verantwortlichen bei den Wacker Damen, Thomas Meyer. Ja, Thomas, erzähl uns zuerst, bevor wir in Medias Res gehen, ein bisschen was über deinen Hintergrund. Der ist ja sehr spannend. Ja, ist sehr spannend. Na, so spannend finde ich gar nicht. Nein, ich bin ursprünglich, komme ja aus Tirol. Bis heute bin ich Tiroler, Urtiroler. War jetzt aber 7 Jahre in Deutschland draußen, habe da gearbeitet und auch Trainer gemacht mit meiner Familie. Meine Tochter hat draußen Fußball gespielt. Und wir sind heuer, Ende August, wieder zurückgezogen nach Tirol. Und ich habe einen Platz für meine Tochter gesucht, um Fußball zu spielen und bin da beim Wacker aufgeschlagen. Und der Fletcher Bernhard, ehemaliger Sektionsleiter, hat mich dann gleich gefragt, ob ich helfen würde, unterstützen würde, was ich natürlich gern gemacht habe. Leider Gottes bin ich dann relativ rasch an Probleme gestoßen und versuche halt jetzt mit den Mädels, die es so gut geht, aus dem Weg zu räumen und wieder eine Basis zu finden, wo man einen anständigen Fußball, einen anständigen Sport und auch wirtschaftlich so darstellen, dass man der Frauen-Bundesliga gerecht werden können. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge aktuell? Stand der Dinge ist der, dass man zwei Auswärtsspiele nicht bestreiten haben können. Das erste, weil einfach infrastrukturmäßig nicht die Voraussetzung da war. Das zweite ist ja so gewesen, dass wir da im Überfluss noch mit einem kleinen Kader Krankheitsfälle gehabt haben. Das war gar nicht möglich gewesen. Jetzt ist es so, dass wir fixiert haben, laut Präsidium, die letzten 4 Spiele, davon sind 2 Auswärtsspiele. Das bringen wir rum. Und es ist ja so, dass im Moment Politik, Tiroler Fußballverband und unser Präsident zusammen daran arbeiten, das Ganze in ein Fahrwasser zu bringen, wo man einfach in Ruhe arbeiten kann mit den Mädels. Der Kader ist jetzt auch mittlerweile groß genug. Kader war sehr gut. Wir haben also vor 2 Tagen mit 28 Mädels trainiert. Das war schon eine Freude, da zuzuschauen. Und jeder, der sich jetzt auch in der Zwischenzeit ein bisschen interessiert hat und am Platz war, hat gesehen, wie die trainieren, wie die Gas geben und was da los ist. Also das stimmt dann mit Freude, unabhängig jetzt von der schwierigen Situation, die im Verein herrscht. Für alle, die sich nicht so gut auskennen im Frauenfußball, wie kann es sein, dass man zuerst vor ein paar Wochen zu wenig gehabt hat und jetzt plötzlich 28? Ja, es ist ja so, dass der, aus der Not heraus der Sektionsleiter über Spielervermittler, Spielerinnen versucht hat herzuholen, dass man den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Und zusätzlich wir nur einige Studentinnen haben, die relativ spät angereist sind und verletzte Spielerinnen gehabt haben. Das heißt, es kann da schon passieren, dass du aus Mitte 20 gleich einmal allein mal 10 hast oder 8 oder 9, weil halt gewisse Faktoren aufeinandertreffen und dann hast du halt zu wenig. Also, darum hat man ja normalerweise ein Future-Team, das ja zwingend in der Bundesliga vorgeschrieben ist, das wir leider nicht erfüllen haben können, weil sie keins gemeldet haben im Sommer. Und sollte uns aber nicht mehr passieren. Also jetzt sollte man so aufgestellt sein, dass wir eigentlich in Ruhe zumindest den sportlichen Bereich abdecken können. Ja, Stichwort Sommer. Bis Sommer war das ja alles gegeben. Das war ja eh klar. Und dann hat die Bombe eingeschlagen sozusagen mit der Pleite der GmbH. Und seither ist ja kein Stein auf den anderen geblieben. Eben auch bei den Damen nicht. Was sind jetzt so die nächsten Dinge, die du in Angriff nehmen willst, musst? Ja, wollen. Müssen tue ich gar nichts. Also, ich mache es ehrenamtlich, ich kriege da nichts, aber schon, ich tue es wirklich im Interesse der Mädels und des Mädchen- und Frauenfußballs in Tirol, weil ich es essentiell wichtig finde, dass eine Plattform da ist für Mädels, ihrem Sport nachzugehen und idealerweise am höchsten Level. Also darum schauen wir, dass wir sportlich da was erreichen und idealerweise die Liga heben. Die nächsten Ziele. Ich schaue im Moment so eher von Woche zu Woche. Hängt ein bisschen mit dem Wirtschaftlichen zusammen, es sind einfach viele Fragezeichen, aber was das Wichtigste war, eine Truppe zu formen, die Spaß an dem hat, was sie macht, und das ist absolut gegeben. Die Mädels sind also wirklich heiß, die trainieren richtig toll und schmeißen sich rein und gehen mit der Situation auch sehr gut um. Und das Erste ist halt einfach mal zu schauen, dass wir sportlich Step by Step kleine Schritte machen. Es ist natürlich die Liga, hat einen irrsinnigen Qualitätssprung innerhalb der Liga. Es sind Top-Mannschaften von Großclubs dabei, wie St. Pölten, Austria Wien, Sturm Graz. Die haben schon ein extrem hohes Niveau. St. Pölten hat man jetzt gesehen in der Champions League-Qualifikation, welchen Fußball die Frauen und Mädels da spielen können. Das ist schon ein großes Kino für unsere Verhältnisse. Und wir versuchen halt Woche zu Woche einen Schritt nach vorn zu machen, um es denen schwerer zu machen, gegen uns zu gewinnen. Und wenn es uns gelingt, bis zum Winter in Schlagweite zu bleiben, wir brauchen nur einen überholen, dann bleiben wir in der Liga. Also das ist die Zielsetzung.
Gell, wenn wir einen hinter uns lassen, haben wir alles richtig gemacht heuer. Bis jetzt ist es sportlich nicht sonderlich gut gelaufen, aber das war eigentlich ja zu erwarten bei den Gegnern. Na, da widerspreche ich jetzt. Okay. Gut laufen und schlecht laufen hängt immer mit dem Material zusammen, das du hast. Wenn ich einen Kader hätte, der absolut so ist, dass ich sage, also ich kann Spiele gewinnen, egal wer da anreist, dann gebe ich da recht. Im Gegensatz dazu muss ich da sagen, es hat Spiele gegeben, wo sie einfach unsicher waren. Warum? Wir haben, wenn sie fit sind, zwei Spielerinnen, die überhaupt in der Bundesliga gespielt haben, der Rest hat noch kein Bundesligaspiel gehabt. Kommen aus dem Nachwuchs teilweise mit null Erfahrung. Und da muss man eben sehen, was hat man? Was hat man für ein Material zur Verfügung? Was ist die Leistungs-, 100% ihrer Leistungskurve? Was nutzen sie davon aus? Und gerade das letzte Spiel gegen Neulengbach, das haben wir 4-0 verloren. Aber da haben die Mädels 120% gebracht von dem, was sie eigentlich meiner Meinung nach im Normalfall jetzt könnten. Da war also Top-Einstellung, Top-taktisches Verhalten, sind weit über ihre Schmerzgrenze rausgegangen, haben die Zweikämpfe angenommen, haben auch probiert, wirklich sehr guten Fußball in ihrem Bereich zu spielen und das hat mir sehr gefallen. Also sportlich, ja, habe ich schon gute Sachen gesehen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Hm. Nächster Gegner ist FC Bergheim, der könnte eventuell ja sportlich auch in Reichweite sein. Kann ich da so in der Form nicht zu 100% bestätigen. Also es ist immer nur so, dass die Bergheimer ja Liga erfahren sind, eine gestandene Mannschaft in der Liga sein. Ja, sie sind, wenn man das so bezeichnen will, eine von zwei eventuell schlagbaren Mannschaften in der Liga, eventuell. Aber die haben natürlich schon sehr viele Vorteile uns gegenüber. Und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also wenn wir da was mitnehmen, dann ist das ein Riesenerfolg für uns. Das muss man immer so lassen. Es ist nicht so, dass wir da auf Augenhöhe hingehen. Nein, das ist ein Wunschdenken. Das zeigt zwar die Tabelle, aber die Situation nicht so. Du bist jetzt seit ein paar Wochen da. Die Mannschaft ist ja eigentlich, wie du sagst, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich auch ziemlich neu und ja, aus dem Boden gestampft worden. Wie sind denn die Entwicklungsschritte bisher gelaufen? Das hat einmal damit angefangen, dass die beim ersten Punktspiel untereinander die Namen noch gar nicht gekannt haben. Also man geht in ein Bundesligaspiel, wo der eine Spieler nicht weiß, wie der andere heißt. Das kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, wie das noch chaotisch war in der ersten Woche. Jetzt ist es so, dass du langsam merkst, dass das ineinander greift. Jede kennt die andere ein bisschen besser. Wir sind fünfmal die Woche beieinander, trainieren sehr intensiv, arbeiten sehr intensiv, probieren auch in der Gruppendynamik sehr viel zu tun. Und das trägt Früchte. Also es geht wirklich Step by Step vorwärts. Man sieht, es ist auch im sportlichen und taktischen Bereich einiges passiert. Es laufen schon langsam kleine Automatismen, aber wie auch jeder, der in dem Bereich im Fußball Bescheid weiß, die Bundesliga ist keine Schnellliga, auch bei den Frauen nicht. Und da braucht schon relativ viel, dass du was spürbar merkst. Du hast die vielen Fragezeichen angesprochen, aber jetzt einmal zumindest bis zur Winterpause ist alles gesichert, oder? Also laut meinem Wissensstand von heute, ich habe natürlich keine Überweisungsbelege von Busunternehmen oder Hotelunterkünften von mir liegen, die bezahlt sind, aber es ist mir zugesichert worden, dass das fix sein sollte und safe sein sollte. Ja, dann finde ich, dass das ein gutes Schlusswort ist. Ich hoffe, dass es tatsächlich nachher so ist. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft alles Gute und vielen Dank fürs Interview. Ich bedanke mich auch recht herzlich und ja, lass es losgehen.